In die Essen immer mal reingucken, wenn da noch was Geschmolzenes drin ist oder was bearbeitet werden muss. Hier ist Werkzeug in dem Schrank, falls das jemand braucht von euch. Kann die Öfen gar nicht durchgucken oder esse. Ich guck mal hier in die Esse rein. Hier sind zum Beispiel 7 Klumpen drin und kaputtes Werkzeug. Ich kann gar nicht reingucken mit den Essen nur. Was hast du, einen Schmelzskill oder hast du keinen Schmelzskill? Hier ist noch ein bisschen Kleber. Ach so, ich hab das ja gar nicht, stimmt ja. Das geht nur, wenn du den Skill hast dafür. Kann ich da gleich mal reingucken? Geht das auch? Kann den Kleiderschrank mitnehmen. Den würde ich nicht mitnehmen, aber vielleicht das, was drin ist. Melztiegel, Qualität 37, 36. Ich habe hier alles, was ich hier brauche. Wer auch schon lange nicht mehr da war, war Frau Fuchs, oder? Ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal gleich vorbeischauen. Das wird ein Spaß. Da können wir vielleicht sogar Belagerungsgerät ansetzen. Da müssen wir gleich, wenn Solan wiederkommt, den mal mit einem Tribok vorbeirufen. Also, schnappt euch noch den letzten Rest. Wir gehen jetzt rüber. In eine interessantere Basis. Ich nehme mal zwei Hammer mit 68er, ne? Linda, ey, das geht ja gar nicht. Kenn mich gar nicht mehr wieder. Bösig geworden bin ich. Alle wieder aufgesetzt? Ich sitze gleich, aber sie noch Ich nicht. noch nicht. So, was wieder da. Jetzt auch, glaube ich, voll. Warum hat denn mein Pferd schon wieder Leben verloren? Was geht denn mit dem Gaudi? Das war doch niemals meiner. Wer ist irgendwo reingeritten von euch? Ich habe hier einen Gaul, der hat nur noch halbes Leben. Komm, spring auf dein Pferd. Nicht mich angucken. Ich muss es ja erstmal finden. Wir müssen die Ersten sein da, sonst kriegen wir da nicht mehr. Könnt ihr Ja, einmal hier durch. Ja, wenn man eine Fackel anmacht, sieht man noch weniger, weil man dann nur den Umriss um sich herum sieht und nicht den Weitblick sozusagen. Man muss sich jetzt sozusagen damit planen. Mach doch mal STRG und gleichzeitig 4 gedrückt. Dann hast du wenigstens die Kleingröße an und kannst dich so zurechtfinden. Was ist STRG und? 4, F4. Seht ihr mich hier oben? Hier müssen wir lang. Also alle 4 sitzen jetzt, glaube ich, drauf, ja. Kommen hier nicht hoch. Augen Da ist vor ein mir. Weg, den müsst ihr lang nachhalten. Hier genauso wie ich stehe. Genau, perfekt. Sarah, bist du auch da? Scheinbar nicht. Ja, wir gehen jetzt schon mal vor. Ich hoffe, hier kommt man jetzt so durch. Sehe hier nämlich gar nichts. Der Mond ist weg. Verdammt, wir sehen nichts mehr. Es ist blind. Es ist ein Blindpool. Jetzt würde ich euch raten, macht F3 an. Dann seht ihr wenigstens die Kacheln umher hier rum. Wie schlau ihr, Wahnsinn. Wo bist du jetzt hingeritten? Zum nächsten Claim rüber. Ach, das kann ich da hinlegen? Baum hier, das gibt's ja. Du musst quasi immer an mir dranbleiben, sonst wird da nichts. Ich bin jetzt neben euch. Ich seh euch. Hier müsste irgendwo ein Claim sein. Links rüber, glaube ich, ist ein Claim, oder nicht?
Ja, da hinten, genau. Links war ich rechts rüber. Hier so. Das ist aber kein Claim mehr, das ist außerhalb des Claims. Oh, das haben wir verschlafen, das haben wir gar nicht mitgekriegt. Komm, da gehen wir mal rein. Haltet euch gewappnet, ich weiß nicht, wer da drin ist oder wer da nicht drin ist. Direkt rein? Pferde habe ich hier ohne Ende. Könnten wir alle einstecken gleich. Oha, der Claim ist geschrumpft. Okay, sucht euch durch, was ihr hier braucht. Ich gucke, dass ich ein bisschen gesichert kriege. Mhm. Wenn ich jemanden sehe, dann schrei ich. Oh, okay, ich mache ihn erst tot und dann schrei ich. Okay. Ah, ich habe jemanden getötet. Also hier sollte noch jede Menge zu holen sein. Wichtig sind Kräuter, also was schwer zu... Oh, hier ist Kräuter drin, in dem hier. Ein bisschen Platz hier. Ja, plündert euch schnell durch. Jo. Brauchen wir kristallisierte Galle? Das ist für Alchemie. Wer reitet da? Ich nicht. Was? Leute, oh, ja. Gut, dann macht ihr weiter. Ich guck, wenn da einer kommt, dann ist er dran. Das kann auch Dings sein, ja? Saphira vielleicht. Sarah vielleicht. Ja, ich guck ja. Wenn da Sarah kommt, dann sehe ich den Namen. Ich bin nicht so unbeholfen, dass ich sofort schlage. Ich habe ein Urin wieder gefunden. Das kann man alles für Alchemie benutzen. Alles, was in der Truhe ist, ist gut, was ich dir da gezeigt habe. Kann ich die alle zweimal rübernehmen? Nee, ne? Bitte? Kann ich die alles auf einmal mit rübernehmen? Nee, aber du könntest STRG drücken und dann da draufklicken. Dann springt das mit einmal rüber in deinen Mund. Ah, das ist doch geil, danke dir. Aber du sprichst dann in-game, du musst deinen Mund halten, wenn du das STRG drückst. STRG ist gleichzeitig sprechen in-game. Ist super, okay. Hier steht ein Pferd draußen, irgendeiner ist hier noch. Das ist meine Wenigkeit im Pferd. Wir haben drei Pferde hier draußen stehen. Ja. Irgendeiner ist hier noch. Ja, das haben wir. Ja, wir sind ja zu dritt. Okay, ja, ich hab hier wieder die Paranoias. Ich will kämpfen, Mann, ihr merkt's. Ich will kämpfen. Aber die Pferde, die sind interessant, die hier rumstehen. Machen wir gute Fälle? Ja, könnt ihr gebrauchen. Alles, was ihr gebrauchen könnt. Und ihr könnt alles gebrauchen auf euren Claim noch. Das ist zum Beispiel das, was ich meinte, ihr dürft nicht STRG drüber sprechen, weil dann redet ihr in-game. Das mache ich gar nicht. Das habe ich gerade, weil ich alles aufgesammelt habe. Ja, hat's gerade gemacht. Ist rübergekommen. Weil ich hab's gemacht, weil sie sitzt da neben mir, deswegen. Hier, die Gerbewanne könnt ihr zum Beispiel auch noch lernen, wenn das geht, wenn ihr den Skill habt. Da sind fertige Sachen drin, fertige Fälle. Das nehme ich mit 110 Federn. Scheiß auf die Federn, nur wenn das gute Quali ist. Hier sind auch Eisenbarren. 90er, 92er, 95er. Irgendwas reitet hier. Entweder ist es draußen ein Wildtier oder weiß der Geier was. Ich geh mal auf die Mauer. Haltet das Haupttor im Auge, wo wir durch wie reingekommen sind. Das andere Tor könnt ihr nicht nutzen, weil das noch im Clan ist. Mhm. Qualität 53, wenn einer scheiße reinkommt, dann, wieder, ne? Wenn einer reinkommt, dann nur durch das Tor, wo wir reingekommen sind. Okay. Sobald Sarah wieder da ist, muss er einmal Bling machen hier, dann komme ich zu ihr schnell und hole sie ab. Dann müsst ihr in der Zeit hier decken. Ja. Das Ding hier ist eine Goldgruppe. Hier war noch keiner. Wir sind die Ersten. Uhu, das meinte ich, wir müssen uns beeilen. Hier sind auf jeden Fall auch Sachen, die Zollin haben möchte. Die Eisenbarren und sowas möchte Zollin gerne haben, bestimmt. Guck mal hier hinten in der Küche. Da ist vielleicht Waffu, was ihr auch braucht. Was für Qualis hier sind. Da draußen ist nur ein Elch, okay, alles klar. Wo ist die Küche? Ja, jede Menge Essen. Ah, so viel Leder, ich krieg gleich alles mit. Verdammt. Naja, wir müssen wahrscheinlich mehrfach hier hinkommen. Heißt, wir claimen das Tor jetzt gleich vorne. Ja, das ist alles gutes Essen, was hier drin ist hinterher. Das ist alles super Sachen hier, ey. Das ist ja Wahnsinn, scheiße. Ist ja alles hier auf einen Punkt gestellt, oder was? Oder ist das nicht von euch hier? Das ist nicht von uns, ne. Dann war scheinbar doch jemand hier. Weil man sammelt doch nicht so auf den Punkt hier einfach so Sachen.
Hier sind Leder und jede Menge Scheiß drin. Also das hier ist alles wichtig, was in dem Schrank ist. Richtig teuer. Okay, dann nehme ich das mal mit alles mal. Der Schrank hier. Ich nehme den ganzen Schrank mit und lauf weg. Dauert so lange, bis du drüben bist. Ich weiß. Das, was hier drin ist, ist eigentlich eher nur Schrott. Ich hab ein Schwert gehört. Das bin ich. Ich hab gerade ein Schwert gezogen, weil ich irgendwas draußen klappern gehört hab. Claim jetzt mal das Tor, dann kann nur ich das noch öffnen. Und die andere Seite kann nur noch der Claim-Besitzer öffnen. Wenn der Claim-Besitzer online kommt, müssen wir den umhauen. Ach, Scheiße. Kannst du nichts mehr mitnehmen? Ich würde sagen, wir packen jetzt alles Wichtige auf einen Punkt. Also nimmt mal den Schrank da zum Beispiel, der ist wichtig. Den stellen wir hier außerhalb vom Claim hin. Weil nach der Tag können wir da nicht mehr drauf zugreifen. Na, wenn ihr F4 drückt, seht ihr, wie groß der Claim momentan ist. Okay, ich nehme ihn mal kurz. Den stellen wir hier so hin. Ich habe ihn. Dass man den quasi hier in, am besten in die Belagerungswerkstatt rein. Alles, was wir mitnehmen, stellen wir in die Belagerungswerkstatt rein. Ich komm. Hier drüben. Ich bleib nicht. Ja, schnappt euch diese Möbelstücke, packt das da rein und dann müssen wir nach und nach immer wieder hier hinkommen. Ja. Ich schnapp mir die Pferde. Also, gut. Ein bisschen hell, jetzt geht's um Reiten und sowas. Wir haben vorhin Pferde verloren, jetzt gewinnen wir wieder Pferde. Weizen, da ist auch sehr guter Weizen drin. Könnt ihr Mehl draus machen zum Beispiel, ja. Knochen könnt ihr später Kleber draus machen, um euren Skill hochzubringen zum Beispiel. Aber ich würde halt nur, ihr seht ja, ihr könnt nicht viel tragen, also wird das ein langer Weg, also immer wieder hin und her. Also würde ich wirklich nur das Wichtigste mitnehmen. Hoffen, dass hier halt keiner uns kriegt. Hier ins Haus rein, ne? Ins Haus rein, genau. Ja, wenn du den da reinstellst, können wir da nachher noch dran. Okay, Ding ist weg. Ah, sei ruhig, Kuh. Und ja alles nur. Guck mal hier, ihr könnt schon hier mit euren Skill hochbringen, indem ihr einfach zu diesen Dingens geht, entweder verwalten oder einfach nur säubern, dann bringt ihr schon eure Viehzucht nach oben. Das ist das, was ihr hättet mit einem Schwein zum Fangen machen müssen. Einer, also ich würde einen jetzt von euch beiden auswählen, am besten Safina, würde ich sagen, weil die öfters online ist, ne? Ja, mach das. Und dann einmal alle Ställe hier entmisten. Die Scheiße kannst du ruhig auf den Boden schmeißen, aber dadurch bringst du deinen Skill nach oben. Isst vorher noch einmal Buffwood, wenn du das noch einstecken hast. Und dann kannst du alle Ställe hier, auch die Scheunen. Und in den Scheunen kannst du dann nachher das Leder abnehmen, was da gerade gerbt. Hinten die Ställe. Hier, stehst davor. Ah, okay, kleiner Stall. So sieht das aus. Rechtsklick drauf. Dann hast du da Viehzucht und dann kannst du entweder säubern oder verwalten. Säubern reicht aber. So, WB, wir haben eine Burg gefunden, die ist fast im Einfall und ist noch jede Menge zu holen. Wachtminister, Frau Fuchs. Ah ja. Jede Menge Shit, also auch Eisenbarren für dich. Aha. Schmeiß die auf den Gaul, komm rüber. Guck noch einmal kurz über die Burg von oben und dann komm rüber. Ach, schön runter. Wir haben hier gesaved das Ding, also die eine Seite ist vom Claim-Besitzer gesaved noch, weil das noch am Einfallen ist, und die andere Seite habe ich gesaved, indem ich das Tor geclaimt habe. Claim-Besitzer? Achso, Claim noch offen drum, ne? Der Westminister, das ist aber am Einfallen. Und die sind eh nicht im Bündnis gewesen, Frau Fuchs, von daher. Okay. Wenn die nicht da sind, Pech. Hier hinten sind auch noch Hühnerställe, die kannst du entmisten. Das kann ich nicht machen, die Gerberin. Geh mal erst zum Hühnerstall und mach mal die Entmistung von ihm. Ging schon die Sache alle rüber hier. Also die Kiste war ja leer. Ich wollte nochmal in das Haus reingucken. Was hat er denn hier? Eine Ingenieurskleidung. Oh, die nehme ich. Die haben wir noch nicht. Das ist meine. Haha, ich hab was geplündert, was ich gebrauchen kann. Und hier eine schwere Kettenrüstung, die nehme ich mal mit für die Waffenkammer. Die waren am See, oder? Die sind ja da hinten an der. Wenn du auf die Map guckst,
Ja, hinter New Crunch, also New Church. Da ist eine Dings hier, da ist eine Windmühle drauf. Ja, da steht eine riesige Windmühle, aber die kannst du vom See aus nicht sehen. Du musst einfach hier hinter New Church reiten. Was ist hier drinne? Stoffe? War bei New Church was drin, oder? Ne, da war nichts mehr, da haben wir mal einmal drüber, aber da war nicht wirklich was, oder? Was sagt ihr? Ja, nicht so viel. Ja, na gut, da war ja die ganze Zeit nichts irgendwie. Hier sind noch zwei Zecken in diesen Dingens, das kann man gebrauchen, in dem Sack, der hier fallen gelassen wurde. Die Zecken sind für Alchemie. Wow, das Lagerhaus ist auch an voll mit allem Scheiß. Alkohol, Alchemie-Sachen. Nimm nur das raus, was im Leben steht, und das andere kommen wir nachher noch ran. Ja, wir haben jetzt schon alles in den, also was in Möbelstücken drin war, rüber außerhalb des Camps geräumt, damit wir das nach und nach wegschaffen können, weil das ist viel zu viel. Waffen nehme ich schon mal mit, das ist gut, die kann ich auffüllen wieder bei uns. Napta, 24 mal Napta nehme ich mit. Ich gerade ein bisschen entleichtert, ja, wenn ich warten kann. Erleichtert. Ja, mach ich. Hier ist noch eine Kochkleidung, die nehme ich auch mit. Milch, brauchst du noch Milch? Oder hast du mit Nein, nee, ich hab genug. Also wenn andere welche brauchen, gerne, aber brauchst keine. Ah, hier noch eine Ingenieur, ne, eine Schreinerkleidung ist das. Die nehme ich auch mit. Ja, jetzt habe ich hier alle Waffen raus, das ist nicht gut. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Machen wir mal auf die Tür. Da drin ist nichts. Okay. In der Schmiede befindet sich da irgendwas Wertvolles? Ich glaube, die Kisten, die Truhen da und Kisten da sind, die können wir auch rübertragen. Die Eisenbarren sind für Solen. Solen ganz produktiv, da kann der gutes Eisen draus machen. Ja, oh, ja. Wir haben gleich mal einen Überblick geschaffen. Ja, nimm das mal rüber. Das Eisen, was wir haben, haben wir. Was ist hier in der Esse? Guck ich mal rein. Und wenn es nur Kohle ist auch gut. Das ist jetzt nicht der Claim am Berg, oder? Neben dem kleinen Berg, ganz im Osten. Wir stehen von hier aus. Im Osten ist ja nochmal so ein kleinerer Berg, da drin. Westen meinst du? Ich nicht da? Ja, im Westen, ja, sorry, Westen. Hast recht. Im Westen. Da oben ist ja noch ein Lagerhaus. Da gucke ich auch mal rein. Ne, eine Apotheke ist das. Da gehören eigentlich Kräuter hin. Wieso läufst du schneller an mir vorbei als... Ich hab's eilig! Hier die Kräutergärten. Selbe beladen wahrscheinlich. Da Kräuter drin sind. Selbe beladen. Ich habe halbwegs gute Fälle bei mir drin. Schade, dass das Pferdeplatz hat. Schade, dass man keine Kutsche anbauen kann und fährt. Ich einfach nur, dass Kensei nicht vor uns hier schon war. Ist hier noch so viel zu holen. Ich höre ein Pferd hier. Okay, alles klar. Ich komme sofort zum Tor und mach dir auch vorne. Ich guck nur gerade mal Kräutergärten durch, aber die sind alle leer. Ja. Ja, dann wie gesagt, die Nahrungskiste hier hinten an der Küche muss noch mitgenommen werden, denke ich mal. Die ist ganz wertvoll für euch. Achso, ja, richtig. Braucht ihr eine Pferderüstung? Außer im Reitplatz drin? Können wir gerne mitnehmen, ja. Also ich habe hier jetzt drei Pferde geschafft. Ah, da müssen wir auch nachher noch hin, also. Drei Pferde schon mal gesaved hier draußen. So, bin gleich am Tor. Da, Tor ist offen. Die Kiste gerade nicht anders platzieren irgendwie, ich weiß. So, hier ist noch ein Lagerhaus. Was haben wir denn in dem drin? Öffnen. Gut, den Händlerkern brauchen wir, glaube ich, nicht großartig, oder? Okay, hier ist noch. Genug.
Also hier ist Nahrung ohne Ende drin. Zwiebeln, Kohl, Fleischsorten, auch noch Leder. Warte mal, ich klick jetzt, wir gucken mir jetzt einfach mal hier die Zwiebel an. Komm gleich mit der Kiste nochmal extra. 86 hat die Zwiebel. Ah, ich brauch's nicht. Warte mal, ich komme mit der Kiste rüber, ich pack alles in die Kiste rein. Ihr müsst ja quasi kochen noch lernen, also für euch ist das perfektes Material. Ja, ich weiß alles in die Kiste hier rein. Da drin ist nichts mehr, okay. Alter, ist das viel! Niemals als Heiliger. Da sind noch zwei verschiedene Lumpen drin: Steppenlumpen und normale Lumpen. Ja, ich würde sagen, wir haben den Großteil drüben in die Belagerungswerkstatt geschafft. Moment, eine Kiste noch! Die essen, ja. Ja, wir haben alles jetzt hier rüber in die Belagerungswerkstatt geschafft. Ja, ja, aber die essen in der Kiste, das sind alles, Produkte, ne? Da versaut ihr euch ein Dings für den Modifikator. Ja, haben sie Leder ohne Ende drin. Achso, apropos Leder, wir sollten die von den Trockenrahmen und aus den Gerbewannen rausnehmen. Die sind noch fast fertig da, die sind schon. Ich kann mich leider nicht dazugreifen. Okay, hast du den mit den Knochen mitgenommen? Ja, hast du den mit den die Knochen sind dann wichtig für dich, damit du das demnächst kannst. Du musst Kleber herstellen, also viele Knochen. Ja, Kleber herstellen, also viele Knochen. Ja. Ich drück grad, weil ich hier rüberklick. Klicke die Klick. Lager ist noch, ja, so Alchemie-Zutaten oder sowas. Eine Ingenieurskleidung. Uns hört hier jeder weit und breit. Also das ganze Essen kriege ich gar nicht alles rüber, Mensch. Das Fleisch ist egal. Das ist einfach da, weil die Kiste brauchst du nicht. Er meint das zum Kochen. Er meint das zum Kochen aus dem Lagerhaus. Das Wichtige, so, okay. Wichtige ist halt die Feldfrüchte, weil die lange dauern. Fleisch würde ich drin lassen. Das können wir dir so schnell geben. Fleisch habe ich 3000 Rindfleisch oder sowas. Das ist. Also aber das, was du gerade hier durchgegen schleppst, das ist. Oh ja, erfrischende Zubereitung. Ist die noch funktional? Da war auch irgendwo noch Alkohol irgendwo drin im Haus, habe ich gesehen. Ich muss mich unbedingt leveln. Hier sind noch 160 normale Pfeile. Ja, ich habe keinen genug gemacht, die brauchen wir nicht mehr. Hier war der Alkohol. Brauchst du noch Honig? Hier ist Honig. Ja, komm mal mit. Fünf Stück? hier ist noch in den Stall ist noch Mist drin und geerntet werden kann auch noch. Wer ein Pferd? Das ging nichts mehr. Bei den kleinen Stall hier, ne? Oh, ich hab was für euch Gutes gefunden. 73 Flussmittel. 73 Flussmittel, das ist gut, das ist sehr gut. Die nehme ich mal mit, ja. Und draußen reitet ein Pferd, ne?